Und da sind wir wieder. Jetzt geht's richtig um die Wurst. Nach dem epischen Spiel im El Clasico Alliance gegen Navi haben wir jetzt hier Liquid gegen Maus. Maus hat das vorhergehende Spiel gewonnen. Damit einen Schritt weiter Richtung Mittelfeld. Und im Mittelfeld heißt es noch nicht nach Hause gehen. Das Ganze läuft dann eventuell auf einen Tiebreaker raus. Ich habe auf Anfrage von einem Viewer, habe ich auch mal, ich muss einfach zwischendrin nochmal probieren, ob unser neues Draft-Overlay hier funktioniert, die neuen Größen. Ja, oh, wunderbar. Heffer TV hat super Leute, die im Hintergrund arbeiten. Neues Draft-Overlay. Funktioniert. Ist noch keine Social Media drauf. Wie auch immer. Schauen wir uns das mal ganz an. Ich habe das hier im Waiting Screen mal angemacht. Window Capture. Wo ist es? Ha, funktioniert jetzt wieder nicht. Wunderbar. Das ist immer so, ne? Der Vorführeffekt. Ja, yeah, jetzt funktioniert. Alles wunderbar. Also ihr seht, Maus hat 6-8 steht's da. Und wir haben, wen haben wir da noch? Jetzt Liquid. Liquid ist als solches, ich finde sie gar nicht, doch, Liquid steht 8-6, also Liquid selbst mit einem Loss hier wäre nicht in Gefahr. Und, naja, also für Maus würde es dann heißen, auf LGD aufzuschließen. Das wäre dann Tiebreaker zwischen Newbie, LGD und Maus Spots, wenn sie 7-8 hier rauskommen. Also das wird auf alle Fälle interessant. Müssen wir schauen, wie das Ganze ausgeht. Jetzt schauen wir uns den Draft an und wie sie das Ganze erledigen wollen. Definitiv, also Maus ist noch nicht raus, ne? Das ist der letzte Sieg, der gibt denen da auch mit Sicherheit noch so einen kleinen Push. Sie werden hoffentlich auch alles versuchen, um das Spiel hier zu gewinnen. Und beim Tiebreaker, ich weiß, wie regeln sie das? Regeln sie das dann auch wieder direkter Vergleich, ja, wer gegen wen vorher gewonnen hat oder wie wird das angesehen, wer da weiterkommt? Weißt du das zufällig? Nein, das wird Tiebreaker, also Freeway Tiebreaker und dann spielen die alle jeder gegen jeden. Aha, okay. Und dann plus ein Punkt kriegt dann jeder für einen Sieg und dann ist die Platzierung. Okay, gut. Ja, somit hätte Maus auf jeden Fall nochmal die Chance. Das könnte definitiv hier noch ein wunderbares Spiel werden. Ich freue mich, ich hoffe du natürlich auch, ne? Und ich bin mir sogar sicher, du freust dich auch. Immer. Und somit können wir doch eigentlich schon mal hier zu dem Draft wieder gehen, ne? Wir sehen die ersten beiden Bands, Team Liquid, glasklar wieder. Panda wird oft gebannt. Ich kann das auch nachvollziehen komplett. Und wieder Liken. Ja, auf alle Fälle. Also relativ Standard. Bands kommen raus hier von Mousesports. Da wollen sie auf alle Fälle keinen Tinker sehen und keinen Titaner auf der anderen Seite. Aber jetzt hier. Misery. Misery, es ist wirklich ganz komisch. Also als wäre ich Liquid gewesen, ich hätte jetzt Misery Raster gebannt. Das ist in den letzten Spielen, er hat so eine gute Performance auf dem Helden gemacht. Echt? Und das, ja, richtig gut. Gestern die Casts, Misery, das war einfach nur eine Augenweide, ihm dazu zu schauen. Und, naja, er kommt wieder durch als First Pick. Maus setzt also wirklich alles da drauf, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt einen Void. Void, ja. Void auch wieder ein sehr, sehr starker Kerl. Ne? Also wird auch sehr gerne gepickt, diese International, wirklich fast in allen Spielen Void zu sehen. Ob er Offlane ist oder als Einser-Position eingesetzt wird, ist halt auch wieder die Frage. Hier, jetzt Razer als zweites mit dem Void für Team Liquid. Beide Picks auch wirklich sehr, sehr oft gesehen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu oft ist, weil man kann sich ja auch irgendwann wirklich auf gewisse Helden einstellen. Ne? Und dementsprechend zum Beispiel jetzt hier Void, du holt sie den Bane und der kriegt den immer in der Chrono, wenn er nicht selbst chronot ist, kann der immer disablen, ne? Und ja, die Chrono macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch gerade gegen Misery, weil es ist halt. Schauen wir mal. Also Razer und Void als solches keine große Synergy, außer wirklich der Razer ist außerhalb und kann in die Chrono rein leechen und damage natürlich die Right-Clicks mit Maus jetzt hier. Ich habe es gestern schon gesagt, ich bin kein großer Pycat Furion Fan, aber wie es scheint, sieht das Maus auf alle Fälle anders und pickt ihn hier. Ja. Müssen wir mal schauen, haben wir also ein Rattenelement, haben wir auch ein Push-Element. Gestern, wie gesagt, gegen Fnatic haben sie auch eine ähnliche Strategie gefahren, mit, also eine Push-Strategie, und haben dann so dargestanden wie Navi im letzten Spiel, so alle Outer Tower down, hier und da mehr T3 Schaden gemacht. Dann hat aber Fnatic so aufgeholt, dass sie jedes Mal wirklich ins Gesicht bekommen haben, sobald sie den High Ground auch nur angefasst haben. Und dann sah es für 20 Minuten aus, als würde Fnatic das 100% gewinnen, halt nur noch eine Frage der Zeit. Haben jeden Teamfight gewonnen, haben sich Roshan erobert, Roshpit-Fights ging so nach hinten los und dann aus irgendeinem Grund, wie so ein Meteoreinschlag, hat Fnatic entschieden, okay, 3-2-2,
Wir throwen die ganze Sache richtig in den Papierkorb. Und dann mit einem großen Fight, nicht vorhandenen Buybacks, die ja eigentlich nicht passieren sollten, haben sie sich den Sieg geholt. Also das war sehr glücklich gegen Fnatic. Und es hat natürlich hier das Fenster geöffnet, die Tür geöffnet, irgendwas geöffnet für, ja, wie soll ich sagen, dieses Extremfinale. Das Extremfinale. Ja. Und jetzt, sie müssen ja Liquid besiegen. Das ist die Hauptsache. Sie. Definitiv. Also das ist jetzt wirklich das einzige Ziel von Maus, einfach Liquid besiegen, vielleicht sogar wirklich noch die gute Stimmung vom letzten Spiel, den Sieg nochmal durch den Sieg krönen und dann im Tiebreaker dazustehen. Wir sehen, Invoker wird gebannt von Team Liquid und Naga Siren auch. Also Naga haben wir auch gerade gesehen, Late Game wirklich absolut stark. Du kannst nicht wirklich viel machen. Du hast ein gewisses Zeitfenster, wenn du jetzt eine Pushing-Strategie fährst, wie jetzt Navi im letzten Spiel oder jetzt auch hier, wie sich das andeutet für Maus Sports. Ja, du hast wirklich ein bestimmtes Zeitfenster und du fällst irgendwann ab und das muss dir auch als Team klar sein und dementsprechend musst du auch so spielen, ja. Du musst halt die Aggression fahren, du musst jedes Mal, wenn die Ultis da sind, musst du halt nach vorne gehen, die Towers holen und dann halt wirklich diesen Five-Man-Ball durchziehen bis zum geht nicht mehr. Die Bans von Mousesports, Peter. Ja, die zweite Bun-Stage ist durch und wir haben die Bans von Mousesports, Earthshaker und Skywrath Mage. Also Skywrath Mage kann ich verstehen, Earthshaker, okay. Manche Teams mögen es. Respekt, Mann. Also du hast wirklich gestern gesehen, zweimal, dreimal vielleicht, ja, Liquid hat wirklich oft einen farmenden Earthshaker gespielt. Und wer hat ihn gespielt bei Liquid? Bei Liquid, der war, ich lüge, das war EG. War das Ligi oder war es Liquid? Ein USD? Ich weiß nicht, ich habe die Liquid-Spiele nicht angeguckt. Ich bin. Ja, mit Liquid kannst du mich nicht vom Hocker holen. Ich meine Korok, okay, Korok, aber Quaikwa, doch, die haben einen Quaikwa gespielt, doch, ja. Quaikwa hat auf jeden Fall gespielt. Und Quaikwa hat, glaube ich, Faceboots, Blinkdagger und Daedalus gemacht und. Wow! Halt, wie auch immer, wir müssen uns mal die andere Seite ganz fix an. Poker, Bann kann ich verstehen, auf alle Fälle. Also kein Vater Invoker, obwohl wir auch schon mal auf MSS im Invoker gesehen haben, ging aber mehr oder minder schief. Naga Siren kommt auch raus, das ist natürlich interessant. Was aber noch viel interessanter ist, ist Faces Void kriegt den Bruder. Look at it go. Und naja, was sollen wir dazu sagen? So eine richtig starke Combo für die Ulti, ne? Bombo Combo. Also das ist wirklich Wahnsinn, wenn der so ein Aga hat. Davon. Ja, also klar, also vor allen Dingen erstmal Witch Doctor, absolut wundervoller Held, meiner Meinung nach leider Gottes ein bisschen zu wenig gepickt, ich finde den Helden wirklich stark, ist zwar nicht sehr einfach zu handeln, weil er wirklich extrem, extrem fragil ist, also er zerbricht an allem, wenn da ein Stun rauskommt, du brauchst wirklich nur 4-5 Auto-Hits und dann war es das auch schon. Trotzdem, ich bin deiner Meinung, in der Chrono, wenn da die Ulti rauskommt, ja, dann ist das so viel Schaden, das ist unglaublich. Ja, absolut. Vor allem, wenn er noch Farm kriegt, noch eventuell Arcanum Scepter irgendwie rauskommt, noch die Level Death Ward, das tut einfach nur weh. Maledikt in einem großen Teamfight auf mehrere Targets ist auch richtig geil. Ganz zu schweigen von dem RNG Casket. Also, das ist das Fieseste. Naja. Also, obwohl Casket wird nicht mehr Maledikt, manchmal wird Maledikt ignoriert. Casket haben wir auch schon ignoriert gesehen, weil Voodoo Restoration ist genauso wie die Healing Ward von Jugger, ist eine Ability, die oftmals unterschätzt wird. Und manche Teams machen dann halt wirklich so richtig krasse Pushing Strategy und dann die ganze Zeit Voodoo Restoration an, weil das Mana und HP Regen Verhältnis von dem Spell ist sehr, sehr gut. Wenn du da ein oder zwei Arcane Boots hast und Witchdog als solches paar Stats, kannst du das so lange offen halten und trotzdem noch Casket loswerden. Das ist sehr, sehr stark. Aber Maus antwortet hier mit dem Dream Protector. Ich hoffe, wir hatten vor uns drüber geredet, Heroes, die braune Boots haben. Also ich hoffe, das wird ein aggressives Bäumchen hier, dass er irgendwas aus der Lane pushen kann mit natürlich Leech Seed und so weiter. Tower hochgeheilt als solches mit Living Armor, Liquid dadurch entsprechend nicht die Tower zu geben, aber wir reden gerade über Tower und da haben wir jemanden, der ja aus Tower wirklich kurz einen Prozess macht. Ja, aber Jack auch aus der Armor, ne? Also wirklich, ich war gerade bei dem Treant-Pick, da hat sich mir der Magen umgekehrt. Ich weiß nicht, warum so viele Teams diesen Helden priorisieren oder allgemein auch picken. Okay, Armor ist stark, gut, wenn du den Blinkdagger hast. Das Root ist auch gut, aber trotzdem, es gibt so viele Helden, die einfach nur viel besser sind als Treant Protector. Ja, Held hat Armor und also ich bin schon mag den Held. Es ist nicht so, dass ich ihn nicht mag, aber ich verstehe ihn einfach meistens nicht. Also ich verstehe nicht, warum er priorisiert wird über anderen Support-Helden, weil meiner Meinung nach wirklich bei weitem
stärkeres Support hätten. Shadow Demon fände ich wirklich auch schon viel stärker als ein Treant Protector. Ja, allgemein, jetzt nicht in dem Line-Up, aber ist einfach so. Also Ja, wirklich, weiß ich Windrunner nicht. kommt hinterher und das ist eher was ich nicht mag. Also nach einem Train Windrunner hinterher mit einem Nature's Prophet und einem Shadow Shaman schon da. Also das sieht mir hier wirklich ganz nach Pushing-Strategie aus. Das Problem ist, Maus arbeitet hier wieder mit einem Zeitfenster, was sich sehr, sehr schnell schließen wird. 35, 40. Minute und ich denke, die Sache ist vorbei. Wenn Team Liquid vielleicht sogar noch greedier pickt. Also bis dahin muss Maus einiges an Town geholt haben, eventuell ein kleiner Kill-Vorsprung. Sie haben ja Nature's Prophet da, sie haben wie gesagt Misery, der sehr schöne Arbeit leistet, entsprechend die Shackles, ein zweiter Slow von Dream Protector und von Windrunner potenziell halt auch einige gute Latches, aber wie gesagt, Zeitfenster, Zeitfenster, Ja, Zeitfenster. aber da also es geht. Also Maus ist auch wirklich, die orientieren sich natürlich auch, wie man sie kennt, eher Midgame, ne, Fighten kämpfen und Midgame-Line-Up. Aber trotzdem, Liquid hat zwei Cores bis jetzt, ja, und Maus kann im Endeffekt umfunktionieren. Zwei Cores, also Windrunner, wenn sie in die Mitte gestellt wird, kann im Endeffekt auch zu einem Core mit einem Aghanim Scepter und einem Maelstrom also das klappt fantastisch und der Schaden-Output ist extrem, extrem hoch, ist wirklich richtig stark. Nature's Prophet, wenn Aber gegen Razor und Faceless Void, sorry, Alera, da muss ich ja, dir wie aber einfach widersprechen, das ist. du hast halt wirklich, da sind wir auf die Disables angewiesen, ne? Klar, du kannst halt 1 gegen 1 Shackle für einen Void mit einem Maelstrom, Aghanim, bye-bye Void, da sagt er nichts mehr, da kannst du Ja, mir, musst also, aber erstmal reinkriegen und dann ja Void klar, muss aber du dafür in musst die auch Position wirklich, sein. genauso gut ist es auch andersrum, wenn die Initiation von Seiten Maus stimmt, dann bin ich da wirklich nicht Gegen absolut Casket, gegen, gegen Icepath. ja, ich bin, du hast Raster, du hast ein automatisches Hex hast du sofort, und dann Viper. Viper ist auch wieder auch stark, Fight, Early Mecha Carrier. Das wird Mausbots hier haben, definitiv mit Razor, Team Liquid zwar auch, aber das sieht wirklich nach einem guten Line-Up für Maus aus zum Kämpfen. Und auch im Late Game sehe ich da nicht unbedingt schwarz. Ja, müssen wir mal schauen. Wie gesagt, Viper kam als letztes raus, Queen of Pain. Hier sehen wir nochmal die Tabelle für alle, die gerade eingeschaltet sind. Mausputz braucht einen Punkt, während dem Liquid mit 8-6 relativ gut dasteht. Die werden unter kaum welchen Umständen irgendwie noch ausscheiden. Für Mausputz geht es hier wirklich um die Wurst. Und das gesagt, hüpfen wir mal rein hier in-game. Ich bin der Meinung, dass der Draft viel, viel schwächer ist als dem Liquid. Und es muss halt wirklich viel passieren in einem sehr kurzen Zeitfenster. Wenn das Zeitfenster nicht kommt, dann hat Mausbots hier wirklich schlechte Karten. Aber das hatten sie auch gegen Fnatic. Und da hat Fnatic gefrowt. Das ist so ein bisschen für mich die letzte Hoffnung. Aleria, wie gesagt, ist optimistischer, denkt, dass mit entsprechender Initiation hier einiges gemacht werden kann. Und wie das Ganze ausgeht, das schauen wir uns an. In der Zwischenzeit, wir stellen einfach mal die Teams vor. Kuiper spielt hier Queen of Pain. Wir haben TC auf dem Razor. Pegasus, also Demon, spielt den Faceless Void Bulba auf dem Look at it go. Und Jakiro spielt, ja, wird gespielt von Way Too Sexy. Und jetzt, ich habe nur gerade gelesen, Audio-Probleme. Okay, Ja, eine kleine kleine Pause. Pause für uns, für besser, ne, zum Vorstellen auf jeden Fall. Stell einfach mal Ja, die genau, ich Radiant Elbow. mach dann weiter bei Maus. Wir haben Vater auf der Viper in der Mitte, Patch Cat, aka Pie Cat, auf dem Offlane Furion. Pass spielt Support Treant. MSS auf der farmenden Windrunner und Misery supportender Shadow Shaman, wie du eben gerade auch schon lobenderweise erwähnt hast. Einer seiner stärksten Hero für die International. Ja, und das ist halt das, was ich sage jetzt, ne? Also, ich bin mir wirklich sicher, dass Maus auf jeden Fall das Potenzial hat, Midgame, auch Late Game, da definitiv was zu machen. Wenn Windrunner Farm ist wirklich stark, also das kann. Ich betone extra kann, ja, weil da, also sie braucht doch schon wirklich guten Farm, damit sie stark rauskommt. Also Maelstrom definitiv als erstes gutes Damage-Item auf jeden Fall mit der Ulti, wenn er die richtigen Procs hat, stark, aber mit einem Aghanim Scepter noch viel besser. Ja, und wenn sie einen guten Start erwischen, Maus, und dafür, nicht dafür, sondern wir wissen, wenn Maus einen guten Start erwischt, dann dominieren sie mit Game und können gewinnen. Dementsprechend, also ich bin mir sicher, dass das funktioniert, also es kann funktionieren, auf jeden Fall. Es kann funktionieren, wie gesagt, ich sehe das ein bisschen kritischer. Eine Chrono, wo dann entsprechend kein Windrun vorher aktiv war und Das ist auch Windrunner wird egal, wenn der einfach. Windrun drin ist, ne? Der disabled das. Das ist halt das Problem. Ja, das ist halt. Ja.
Das Problem ist halt, dass der externe Schaden in die Chrono rein absoluter Wahnsinn ist. Du hast den Witch Dog, der wartet einfach nur für seine Death Ward. Du hast Liquid Fire, du hast Macro Fire, du hast jetzt vergesse ich den Namen, Dual Breath, ich wollte es bei einer Sache, Dual Fire, du hast Queen of Pain, eine Sonic Wave kommt dann raus entsprechend. Das ist also wahrscheinlich im Wert von 4.000 bis 5.000 Schaden, wenn sie alles wirklich casten würden, rein in die Chrono. Das wäre nur auf ein Target, viele Spells davon sogar noch AoE-Spells. Und ich denke, ja, das. Also, es kommt drauf an. Orchid. Wir können einfach mal sagen, wenn die Chronos scheiße sind, dann wird auch das Spiel von Liquid scheiße. Wenn die Chronos nur irgendwie gut sind, ein oder zwei Leute finden oder eventuell sogar mehr, dann hat Liquid einfach hier die besseren Karten. Ich kann einfach nicht sehen, wie Maus gegen gute Chronos hier irgendwie ankämpfen Orchid. kann. Der Draft macht für mich einfach keinen Sinn. Aber das Ganze spielt keine Rolle, weil wir werden es bald sehen. In den nächsten Minuten entscheidet sich die ganze Sache und vielleicht habe ich absolut Unrecht und Maus kann hier wirklich mit ihrer Semi-Push-Strategie plus Farming Windrunner einiges veranstalten. Ich wünsche es natürlich unseren deutschen Jungs. Wie auch immer, Warding kommt raus. Wir haben oben eine Observer Ward Richtung halt Top-Rune und ansonsten ist noch nicht viel draußen, also hier auf der Radiant-Seite natürlich Vision rein in die Offlane. Und für die Offlane, da wird halt Demon spielen, den Utility Void. Schauen wir mal, es kommt wirklich, also das ist sein Spiel, beziehungsweise wird er von Maus gehasst, wenn er hier wirklich erfolgreich spielt, weil. Oh, sie farmen nicht mit dem Void. Das wird ja noch lustiger. Yep. Also, wenn die Windrunner Orchid relativ früh, das ist auch wirklich eigentlich ein relativ gutes Standardbild auf der Windrunner, wenn du sie Carry spielst, ein schnelles Orchid mit einem folgenden Forstaff. Ja, dann guckst du dir mal an die Chronos. Wenn der Void nämlich draufspringt und der MSS floppt mit den Fingern ist, dann kann er auch keine Krone machen. Er zwingt quasi den Void damit in das BKB reinzugehen. Dementsprechend wird er da ja, du hast erstmal auf der Offlane, wird Midas mit Sicherheit als Recovery-Item bauen. Ja, dann ungefähr 15. Minute wird er das haben. Mit der Midas wird dann, wenn der Farm noch relativ okay ist, so ab Minute 20, 25 bis 25 das BKB da sein. Ja, und jetzt vielleicht der Mein Go for erster Pass. Go hier. Time Walk hat er noch nicht geholt, aber wie gesagt, da kommt eine ganze Menge Nur Right-Click. Harassment, ja. Aethershock von Misery, das typische Bild, noch ein Right-Click rein. Hat ein Drittel HP verloren als solches, aber wie gesagt, Tangos sind da. Gegen eine Trine kann er nicht viel machen. Sie haben wie gesagt keine Wards im Jungle, das heißt, da kommt ein freier Pull und das wird hier Pass machen mit dem Bäumchen. Schauen wir mal. In der Mitte, wie gesagt, Viper gegen Queen of Pain ist auf alle Fälle interessant. Sie kann nicht auf ihr Poison gehen. Das wäre natürlich ganz schlecht, weil diese wunderbare Ability hier, Shadow Strike, verursacht mehr Schaden gegen dich, wenn dann entsprechend halt diese wunderbare Ability rauskommt. Corrosive Skin. Das ist das größte Problem an Cobb gegen Viper und daher geht sie einfach nur auf ihren Scream. Das ist ja das Einzige, was sie wirklich gegen Viper macht. Und ich denke, der Rest muss dann einfach durch Rotation passieren. Ja, auf jeden Fall. Das ist aber auch ein ganz gutes Lineup für Queen of Pain. Also Queen of Pain hat eine gute Range, hat auch wirklich einen guten Damage Output gegen die Viper. Viper ist halt wirklich nicht unbedingt der tankigste Held am Anfang, ne? Hat jetzt gerade 600 HP, Level 5. Kann schon sehr, sehr, sehr gut wehtun, wenn die Queen of Pain da gute Screams reinsetzt. Aber auch gleichzeitig für Vater, ne? Wenn der Vater gutes Harassment rausbekommt auf der Queen of Pain, ne? Du hast auch gerade selber erwähnt, Shadow Strike kommt auf keinen Fall raus, weil es sich selber mehr wehtut. Kann es auch böse enden für Queen of Pain, Oh, also aber jetzt relativ hier. ausgeglichen. Oh, sie finden Demon. Demon hat sich hier in die Bäume reingefressen. Ist das schon Shackle? Nein, er ist noch nicht Level 2 und da kommt jetzt ja einfach Time Walk und damit ist er weg. Hier wäre natürlich auch kein Leech Seed da gewesen von Pass, obwohl er eine Haste Rune hat. Vielleicht will er da in der Mitte was machen. Wir sehen hier oben, Way Too Sexy hat schon mal angeklopft in der Mitte und jetzt Käufer, ja, sagt Hallo zu Vater. Vater hat ein bisschen Luck, weil er halt keine also Uphill-Misses hat. Aber in der Zwischenzeit, der Kreuzbar kriegt auch eine ganze Menge Denies, erst 12,5, weil der Viper ist 6,2. Also, Kreuzbar spielt Vater, was CS und so weiter betrifft, ziemlich aus derzeit. Auf jeden Fall. Das liegt auch daran, dass Viper, also Boots First, ne, nicht unbedingt der Beste. Da wollte er mehr das Harassment-Bild wählen, bin ich mir sicher, ja. Aber Yeah. dadurch halt gleichzeitig, ne, du hast halt die Heilung vom Treant, denke ich mal. Deshalb hat er gedacht, brauche ich erstmal Jetzt sehen wir hier von kein hinten einen Damage am Smoke, Anfang. das natürlich ganz interessant. Problem ist aber hier, Oh. die Ward, der Smoke rennt bald aus und dann sehen sie das. Also Witch Doctor wurde jetzt hier gerade gesehen und wenn Shakira hier oben lang läuft, dann sehen sie auch, wo sie ist. Das ist natürlich sehr gut, weil sie wissen ganz genau, wo und was passiert. Trotzdem muss Vater natürlich aufpassen, er braucht neue Living Armor. Jetzt
hier oben findet Misery. Ja, Misery findet der Demon, aber er kommt rein. Er hat natürlich noch keine Bashes. Also am Ende ist das jetzt hier wirklich ein Kampf. Aber gleich kommt Checkers raus. Er baitet ihn rein. Jetzt versucht er sich umzudrehen. Nochmal ein paar Right-Clicks. Ha. Okay. Das Ganze könnte wirklich Bait passieren, aber Pass ist damit beschäftigt, hier entsprechend Pulls zu machen. Aber ich glaube, der geht auch nach hinten los, der Pull. Wollte hier das andere Camp polen, aber da ist gar nichts mehr übrig von der reingepolten Creep Wave als solches. Schauen wir mal, hier unten 24-10 ist MSS und natürlich Demon kann nicht viel verbuchen, beziehungsweise gar nichts. Er ist wirklich 0-0. Das Einzige, was er natürlich kriegt, ist ein bisschen Level hier und da, ist Level 2,5. Aber ja, das ist wirklich auch der Key. Der Schlüssel zu dem Spiel hier, der Void darf nicht fett werden. Überhaupt nicht. Ja, klar. Definitiv. Vor allem genau deswegen hat mich da ein bisschen die Quop als Last Pick gewundert. Ich habe eigentlich gedacht, dies Mitte wird dann halt von Quop mit dem Razor gegangen und dann Safe Lane Void. Wenn Maus das hier wirklich gut macht, Demon da von der Midas bzw. vom Farmen allgemein und vom Leveln abzuhalten, was sie auch gerade wirklich tun. Level 3 auf Demon gerade erst. Und ja, Patchcat ist schon Level 4, ne? Dadurch, dass er. Patchcat, wie kommst du auf den Namen? Hab ich mal gehört. Irgendeiner hat den halt so genannt, weiß ich nicht, das war. Dann ist ja lieber, keine Ahnung, Kuchenkatze oder so noch viel besser. Patchcat. Ne, Patchcat. Ich finde den Namen allgemein nicht unbedingt gut gewählt, aber das ist seine Sache, wenn er das doch mag, ne? Das ist halt im Endeffekt. Trotzdem, Patchcat, okay. damit ich hab mir halt lieber. Gefallen, ne? Mir hat halt gefallen, was ich gehört habe, deshalb nenne ich ihn Patchcat. Aber wie auch immer. Wir sehen Misery vielleicht jetzt mit dem Shackle, ja, Shackle kommt drauf, Powershot, er wird natürlich Backtrack, super, ne? Ja, natürlich, Backtrack, ohne Probleme, also am Ende ist es nur ein bisschen Harass Damage. Er hatte 8 Tangos, hat jetzt davon noch 3, hat auch noch eine Salve, also er kann hier wirklich bleiben. Alles, was er hier versucht, ist wirklich einfach nur XP zu leechen und das macht er ganz erfolgreich. Wie gesagt, in der Mitte, Viper geht, naja. Warte mal, das ist Fata, das ist jetzt Belt of Strength, also will seine PTs danach fertig machen, aber wirklich, Fata, PTs auf Viper, ich bin davon so ein Gegner. In der Zwischenzeit haben wir aber, wow, First Blood, MSS holt sich ihn, das war wieder Shacke, Aethershock und diesmal kein Backtrack, okay, das war unerwartet. Also Demon geht hier down als First Blood und ich hab's natürlich verpasst, wunderbar gemacht. Was? Also das war gerade, hast du gerade gesehen, was Liquid, absolutes Missplay, was Liquid da gerade gemacht hat. Du hast gerade gesehen, der Witch Doctor in die Mitte rotiert, ja, und wollte auf Vater Go machen. Vater hat das alles aber gesehen und gleichzeitig kam das TP von TC einfach aus keinem Grund so. Der Go war abgebrochen und yep. Er hat TP'd und dementsprechend Win für Maus hat. Ja, 135 Gold, aber Misery ist hier in der... Oh Gott, Misery. Da ist der Shackle, da kommt das Ultimate raus. Oh, Poison Attack, easy Kill. 2-0 hier für Maus. Sehr schön gemacht. Schönen Nutzen von der Invis-Rune gemacht, definitiv. Und wenn wir gerade darüber reden, über die Rotation, ja, von Team Liquid, gerade absolut Win für Maus, weil Fail-Rotation, ne? Carry ja, hat TP'd für 135 Gold. Und der... Und ja gut, doch, klar. Und... Jetzt haben wir auch gerade Rotation positiv für Maus gesehen, ne? Invis-Rune super eingesetzt auf Quark war in der Mitte und das war definitiv ein kleiner Schritt für Vater, den er da gebraucht hat, um die Lane wieder so an sich zu reißen. Ja, auf alle Fälle, wie gesagt, in der Mitte ging es alles andere als gut. Also wir haben 26-7 im Vergleich 35-16 für Quiper. Quiper, was CS betrifft, bis zu dem Kill, der gerade passiert ist, hat er absolut Mitte geownt. Und wie gesagt, ich bin kein großer Freund von dem, was Vater hier macht. Er kriegt jetzt noch Chainmail. Also, okay, einfach mal so rein, keine Ahnung, so casual, Belt of Strength. Ich hoffe nicht, dass das PTs wird, weil meiner Meinung nach PTs auf Viper... Doch. Also das wird er machen. Beklopptes Item, Faceboots ist das, was du brauchst. Der deutet das halt quasi damit schon an. Ich glaube, der möchte das, weil er die Queen of Pain in der Mitte mit diesem riesigen Damage, Magical Damage Output möchte da ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, möchte dem vorbeugen. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so viel bringt. Ich bin kein Viper-Spieler, ich möchte da auch wirklich nicht viel zu sagen, weil, wie gesagt, Viper ist nicht mein Milieu. Naja, Faceboots, ich bin halt wirklich, also Faceboots meiner Meinung nach. Guck mal aber, da. Oh, da ist Kräuper und jetzt geht's wieder los. Genug fürs Ultimate, aber hat kein Mana für Poison Tech. Und jetzt geht's aber hier weiter. Oh, ein Hit. Ja, der Hit kommt. 3-0. Am Ende findet er sogar noch eine Regeneration Rune. Schön gemacht. Voll mit Mana, voll mit HP, zurück zur Midlane und 3-0 hier für Maus. Also sieht richtig gut aus. Das ist halt,
auf jeden Fall wieder klasse rotiert von Misery, ne? Wundervoll. Und dementsprechend kann ich auch voll und ganz verstehen, was du da gerade gesagt hast, dass man den Helden hätte einfach bannen sollen. Du siehst jetzt Minute 8, ja? Misery, oh, jetzt ein Checker und das Snatch dir oben auf. Way too sexy. Ist schon halb HP. Da kommt die Sprout noch oben drauf. Und jetzt Poison Attack von Fanta. Oh, der Ice Puff war natürlich sehr schön, hat beide gestoppt, aber Poison Attack hat da schon die ganze gemacht. In der Zwischenzeit kriegt natürlich Pass hier auch schöne XP. Demon, wie gesagt, kann als solches nichts machen. Mit einem Pomen-Schild kannst du halt auch Pass nicht beeindrucken. Und die Right-Clicks, es tut auch gegen Pomen-Schild natürlich weh auf Pass. Seine XP ist wichtig, er wird Level 6. Das heißt, wir haben unser Overgrowth dann bald fertig. Und wie gesagt, Käufer ist zweimal jetzt gestorben, hat zwar eine ganze Menge Gold, alles drum dran, aber Vater hier jetzt ganz aggressiv. Da geht's wirklich rein und Poison Attack direkt auf Käufer, ihn einfach low halten und dann hast du natürlich noch Nether-Toxin, was schön skaliert. Zwei Punkte sind da drin. Was ganz natürlich interessant ist, Corrosive Skin, vier Punkte als erstes rein, ist natürlich die Antwort gegen die Queen of Pain, weil du brauchst einfach die Magical Resistance. Und da wird sich Käufer natürlich jetzt wirklich nicht drüber freuen. Also den Damage, den er macht, ist auf alles andere noch hoch, aber auf Viper um eine ganze Menge reduziert. Und dementsprechend auch wirklich verständlich für mich die Power Trade. So, du hast halt erstmal Magic Resistance und boostest dir halt wirklich dein HP noch ein bisschen hoch. Mit dem Mecha auch wieder wundervoll. Ne? Das synergiert wunderschön, ein bisschen mehr HP für dich. Plus Mecha Armor und dann noch effektive HP im Endeffekt, wenn du nämlich low gehst, ist es einfach, ja. Und um das nochmal wieder anzusprechen, also glasklar, die Supports von Maus regeln hier das Game, beziehungsweise der Support, Misery, Level 6, Minute 10, mit Mana Boots, direkt jetzt mit der Ulti in der Mitte. Zack, ja, da kommen die Master Boots. Also, das ist wirklich, du siehst auch gerade, ne, die Rotation von Liquid haben nicht geklappt, die Supports sind zurückgefallen, keine Level auf den Supports, Level 4 und jetzt kommt hier noch die Fury in die Mitte rein. Trains werden überhaupt nicht mehr gesammelt, die Master Boots, das reicht als solches aus. Damit geht der erste Tier 1 Tower down hier Richtung Maus. Und das ist Maus, so wie wir Maus kennen. Maus ist wirklich Early-Mid-Game-oriented, wenn sie halt wirklich den Vorteil haben und dann spielen sie das auch aus. Und das machen sie halt wirklich gerade perfekt. Guck's dir doch nochmal bitte einfach an. Ich kann es den ganzen Tag lang wiederholen. Misery ist ganz vorne mit dabei. Misery hat fast so viel Gold wie deren Mitte und Misery ist Support, er ist kein Core. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, klasse. Ich würde gegen Maus, ich würde Misery, Shadow Shaman bannen. Nach den letzten zwei Spielen, die ich gesehen habe, ist das für mich das stärkste Spieler auf dem Helden. Keine Sorge, ich hab Misery auch schon auf anderen Helden natürlich gecastet und gesehen und da bin ich kein so großer Fan, aber was sein Raster betrifft, wunderbar. Aber jetzt hat er natürlich eventuell Probleme hier unten. Die Chrono ist ready. Vier Leute. Da ist ein deine Observer Ward hinterm Tower. Das heißt, sie sehen ganz genau, was passiert. Das sind vier Leute gegen zwei. Aber jetzt müssen wir halt mal schauen. MSS, da ist die Krone. Da kommen auch noch mehr Rotationen. Also jetzt versuchen sie auf MSS was zu machen. Da ist, oh Gott, Plasma fehlt eine ganze Menge Schaden. Da ist aber jetzt Viper mit dabei. Fokussiert sich auf TC, noch nicht auf Demon. Und jetzt Bulba, die bietet sich raus. Die haben aber nichts dagegen. Am Ende, ja, Razor stirbt und der Rest schafft es dann noch irgendwie raus. Aber ja, Demon war hier hinten noch eingekastet hinterm Tower. Keine Chance. Also am Ende vier Leute für Liquid. Komplette Rotation von Maus. Und ich denke, sie machen jetzt einfach weiter. Tier 1 Tower Bottom ist das nächste auf dem Programm. Wirklich gut gespielt. Also auch wieder hier die Viermann-Rotation von Liquid. Absolut super gekontert durch ihre Counter-Rotation mit den TPs. Zwar war Vater in der in der Chronos 4 gefangen, als er da reinkam, aber Level 1 Chronos 4, ja, nicht unbedingt das letzte mit 4 Sekunden, ja, geht das auch relativ schnell vorbei, vor allen Dingen, wenn du dich TP'd hast, ja, 2 Kills geholt, keiner ist gestorben, ja, da haben wir die Treant Ammo reinkicken sehen, das Overgrowth war wundervoll und jetzt macht Maus, was Maus macht? Tier 2 Power pushen. Ja, Druck machen, das ist, genau. Sie haben halt so eine kleine Welle und sie haben halt noch das Ultimate da, hier vom Raster, die Master von Boots kommen raus und sie haben eine ganze Menge Right-Clicks, sie haben halt, wie gesagt, alles, was sie auch für einen Fight brauchen. Ich muss aber, wie gesagt, davor warnen, sie kriegen zwar hier eine ganze Menge Tower, alles drum und dran, aber sie müssen irgendwo das Ganze dann halt noch weitertragen, das ist so wichtig. Also, 4 Towers sind jetzt down. Oben geht noch ein bisschen weiter Farm von Pycat, aber ja, zieht auch seine Bäumchen jetzt wieder zurück. Meiner Meinung nach sollten sie hier weitermachen. Sie sollten wirklich weitermachen. Mitte Tier 2 pushen, sie können kämpfen. Chrono ist noch down, das dauert noch ein Stück, bis die wiederkommen. 20 Sekunden, aber selbst dagegen, sie haben eine Mech, sie haben ihre Ultimates bald wieder ready. Auch die Master Upper Wards ist kein großer Cooldown. Das sind nur 110 Sekunden, bis sie Tier 2 Tower erreichen, sei das Top oder Mitte. Es ist schon wieder fertig. Also, wir sind 13 Minuten drin, ne? Und wie gesagt, ich habe von dem Zeitfenster im Draft geredet und ich denke, das Zeitfenster sollte man halt nicht ignorieren. 30. Minute, 40. Minute, denke ich, sollte man hier das Spiel
gut in den Händen haben, am Highground arbeiten. Ansonsten wird er Maus ein Problem bekommen. Ja, du musst kontrollieren, so wie Alliance das gerade eben im Endeffekt gemacht hat. Maus, dass er das ganze Game macht, ist das für mich auch kein Problem, in die 40. Minute zu gehen. Mit einem Viper, mit einem Mecha, Early Arganims, das reicht voll und ganz. Das Problem ist halt, dass Liquid bald online kommt mit allem, was sie auch brauchen, um zu kämpfen. Das ist das Problem. Also ich weiß nicht, ob wir haben Quap Level 9, wir haben Bulba, kriegt bald seine Death Ward. Wie gesagt, Chrono haben wir eben schon gesehen. Das Positioning und so weiter, der Gank hier unten, ich denke, ist nicht repräsentativ von das, was wir sehen könnten. Wenn alles rauskommt, dann auch Chikyo ist bald Level 6, das heißt, wir haben Makropire rein in die Chrono und das ist saugefährlich. Aber Maus will auf, ja, oh, hier unten kommt eine Rotation rein. Fatak geht hier drauf, okay, das ist interessant. Poison Attack einfach mal auf den Razor drauf und dann ziehen sie sich schon wieder zurück. Das heißt, Leute, Wahnsinn, die haben alle Angst vor Fatak, das ist unglaublich. Da geht okay. Keiner rein, weil ganz genau weiß, dass wieder Sachen, dass da zurückkommt. Oh, in der Mitte, Overgrowth wäre ready. Triant ist ja, oh, ja, aber Hex, wunderbar. Jetzt kommt hier Shackle direkt nach Aethershock und Overgrowth. Und damit ist das schon down. Kein Backtrack-Luck für Demon hier. MSS schafft's. Und leider kriegt er keinen Shackle mehr auf Way Too Sexy. Das wäre ein schöner Follow-up-Kill gewesen. Aber jetzt bedeutet das Mitte. Oben haben wir Pycat hier. Die Bäumchen pushen schon auf den Tower. Das Micro fehlt ein bisschen, weil die gehen auf, keine Ahnung. Er geht jetzt mit den Bäumchen wieder zurück. Naja, aber in der Mitte haben wir natürlich Master Surfer Modes, die gehen schon wieder drauf. Jetzt haben wir Casket, aber Casket wird einfach nur sich zwischen den Bäumchen hinher bouncen. Noch eine schöne Observer Mode, um aggressiv zu sein. Und damit haben wir den vorletzten Tower down. 7-0 steht es hier für Maus. Minute 15. Ich muss ganz ehrlich sagen, also bisher kann ich Maus vom individuellen Spiel gar nicht so sehr loben. Ich muss sagen, auch Liquids Vorstellung ist bis jetzt wirklich relativ schwach. Also man sieht kaum irgendwo Teamdynamik. Levels sind auf den Supports halt nicht da. Das Roam hat nicht geklappt. Und jetzt müssen sie das halt wirklich auslöffeln, was sie sich so ein bisschen eingebrockt haben. Sie haben natürlich noch eine ganze Menge Potenzial, aber ob das rauskommt? Ich denke, das werden wir erst dann sehen, wenn Top der Tier 2 Tower, wenn da entweder ein Kampf entsteht und oder Maus den Tier 2 Tower kriegt und wir dann High Ground angehen sehen. Da wird nicht gekämpft, also da wird wenn die Serpent Wards da sind, da wird der Tier 2 Tower committed und der wird auch down gehen. Ich denke nicht, dass Liquid da viel machen kann mit Camp. Du siehst, guck dir, Void, der hat nicht mal ansatzweise, nämlich, ja gut, jetzt 1000 Gold, dann braucht noch 600 Gold ungefähr, 500 Gold für die Midas, aber trotzdem, das ist eine 16 Minuten Midas, der wird dann weiter noch 10, 15 Minuten weiterfahren. Aber jetzt, sie wollen Vater, da ist eine Chrono und jetzt kommt natürlich das ganze Team hinterher, da ist die Death Ward, aber jetzt fängt er an Schaden zu nehmen, da ist sogar der Scream, aber Demon geht als erster down, MSS super low, hat kaum noch Mana, aber jetzt geht natürlich der ganze Schaden auf TC, da kommt nochmal Random Casket, aber MSS überlebt die Sache, Misery versteckt sich hier, eventuell jetzt, nein, er blinkt sich raus, kein Aethershock. Am Ende, Pycat versucht jetzt hier noch hinter Bulba herzurennen. Er hat natürlich Face Boots gegen Tranquil Boots. Wenn er will, könnte er es schaffen. Und da ist, ja, er schafft es auf alle Fälle. Keine Ahnung, was das war. Oh, der Fork! Nein, und der Smoke noch hat nicht geklappt. Der Fork kam noch raus und wundervoller Powershot. GG. Ha! 16 Minuten wird GG gecallt. Unglaublich gespielt, perfektes Spiel von Maus und das ist halt eben das, was ich gesagt habe. Wenn sie das mit ihrem wundervollen Draft rauskriegen, ja, der aggressiv ist und im Endeffekt darauf bedacht ist, dass man da den Greedy Draft von Liquid ausnutzt, dann hast du gerade gesehen, perfektes Spiel, 10-0. Ich denke, das lag aber auch daran, nicht. Wäre Liquid in einer anderen Situation, hätten sie hier keinen GG gecallt, aber der Fakt ist einfach, Liquid hat sich qualifiziert, Maus noch nicht. Und ja, nach so einem Start von Maus hier. Fantastisch. Kann man dann einfach mal GG sagen. Und schau dir auch mal den Level Experience. Wir sind bei der ganzen Action am Ende noch nicht mal zum Grafenanzeigen gekommen. Nichtsdestotrotz, Maus zieht wieder gleich und hat damit die Chance, sich jetzt zu qualifizieren. Die anderen Spiele sind noch ganz wichtig. Aber Fakt ist, für uns ist es heute nicht vorbei als solches. Also vorbei schon mit Carsten. Aber die Rest der Spiele sind natürlich noch online. Ich zeige euch jetzt nochmal fix die Tabelle. Gott nochmal, ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Jetzt ist es wieder an, mein OBS spinnt. Aber Maus hat noch 6-8 hier auf der Tabelle, aber plus 1 steht es jetzt. Also 7-8 für Maus und Liquid hat 8-7. Das heißt, Liquid bleibt auf alle Fälle irgendwo um Platz 8, 7, 6. Aber wir haben wahrscheinlich zwischen Platz 9, 10 und 11, wenn sich an den Punkten nichts noch ändert, haben wir Tiebreaker. Und damit kann sich Maus noch qualifizieren und ins Mittelfeld. Wie gesagt, 1 bis 10 ist weiter, alles drunter ist disqualifiziert. Und ob das der Fall ist, das müssen wir mal schauen. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen.
War viel Spaß, auch schön, dass heute sich noch ein paar Leute im Chat wirklich gemeldet haben und mitgearbeitet haben. Und ansonsten, oh ja, jetzt habe ich, wo, oh, da, mein OBS ist heute, wie auch immer. Ich bedanke mich, mein Name ist Herr Flamok, mit mir hat Aleria gecastet, wir sehen uns dann morgen, da muss ich aber erstmal auf die, nein, Montag sehen wir uns, weil morgen ist Deutschland-Finale und so weiter, vielleicht kommt vorher noch was, wenn die Tiebreaker morgen gespielt werden oder am Montag. Müssen wir mal schauen, aber wir werden natürlich auch casten. Eventuell sogar mit zwei Channel, Hefler TV 3 und 4. Deswegen gibt dann Follow-up und auch auf unserem Facebook, Twitter, VK sind natürlich immer die News, wann und wer und wie und wo online geht. Also dann, Bots werde ich dann bald hochladen. Könnt ihr euch anschauen auf YouTube oder sharen, wenn eure Freunde sich dafür interessieren. Also dann, bis später. Macht's gut.